Fußboden. Okay, dann haben wir es jetzt. Aber also wir haben, ich fasse mal kurz zusammen, Schmusedecke, Nice Girl, Koffeinentzug, Autobahn, Urlaub, Flughafen, Elbe, Pause und Bodenmops. Das wird hart. So, und aus diesen Begriffen wird Hans Werner jetzt eine Folge Baumann und Klausen schreiben, die wir gleich hier in Wittenberg live präsentieren werden. Und bis es dann soweit ist, bis die Folge fertig ist, bleiben wir auf dir hier. So. Also. Bis es dann soweit ist. Begriffe. Wir haben, ich kann das nicht lesen, Schmusedecke, Nice Girl, Koffeinentzug, Autobahn, Urlaub, Flughafen, Elbe, Pause und Bodenmops. Alles Begriffe hier vom Publikum aus Wittenberg. Und jetzt werden wir die Folge mal präsentieren von Hans Werner. Genau, dafür brauchen wir jetzt ein Telefonklingeln, bitte. Du beginnst. Ja, Oberamtsrat Alfred Klausen. Morgens Alfred Navis. Das klingt live ja genauso bescheuert wie im Radio. Hans Werner, du klingst ja gut. Ja, mir geht's auch gut. Gleich kommt mein Nice Girl ins Passamt zur Mittagspause. Gertrud? Ja, ich hab hier doch eine neue Liege und dann geht's ab unter die Schmusedecke. Oh, sag mal, leidest du unter Koffeinentzug? Nee, wir können uns doch derzeit keinen Urlaub mit dem Flugzeug leisten und deswegen nutzen wir meine Pausen hier im Passamt. Also ganz ehrlich, das ist zum Fremdschämen. Nee, unser neuer Bodenmops ist auch dabei. Ihr sagt bloß, ihr habt einen Hund. Ja, so einen kleinen Süßen. Du, der ist genauso hübsch wie ich. Dann würde ich ihn lieber in die Elbe schmeißen. Alfred, das ist unverschämt. Was machst du heute? Ach, ich muss zur neuen Autobahn. Da habe ich heute Bauabnahme. Und, alles glatt gelaufen? Ja, geht so. Die Begrenzungspfähle stehen mitten auf der Straße. Jetzt können alle Slalom fahren. Dann vorher noch ein Entspannungskäffchen. Bingo!